Seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eladurim zu einem neuen Part Mario Maker, Super Mario Maker für den Nintendo 3DS. Wahrscheinlich der letzte Part von Super Mario Maker für den 3DS mit dem Fazit am Ende. Weiß nicht, ob wir irgendwoher Credits kriegen können, aber ja, zumindest wird es heute ein Fazit geben, denke ich zumindest. Ja, ich denke, das können wir machen. Ja, heute der letzte Part. Wir machen noch ein paar eigene Levels heute. Speicherbot spielen wir 4 weitere Levels, die ich selbst kreiert habe. In Welt 3 vom Speicherbot legen wir los mit Welt 3.1. Auf geht's! Ist so schön, dass man das nicht sehen kann, wie das hier gezeigt wird. Oh, und da sind schon eine Zielflagge. Zielflagge, das will ich aber nicht. Ich will hier alle Doors zeigen. Hier, hier gibt es einen Stern. Ja, und da ist die Zeit vorbei. Muss ja hier alle Facetten zeigen. Natürlich ist es die erste Tür. Hier gibt es Münzen, hier gibt es einen Pilz. Hier gibt es einen anderen Pilz. Huha! Da ist die Zeit vorbei. Welche war das, dieser Tür? Ja, eigentlich wollten wir die andere. Hier gibt es ein Trampolin. Hier noch ein großer Pilz. Da kann man hier versuchen, wieder rauszukommen. Huah! Und bloß dann ist die Zeit vorbei. Ich muss leise sein. Nebenan schlafen, Leute. Und da komme ich wieder hier raus. Ich kann hier noch einen Versuch starten, hier rauszukommen. Ich sag's euch, aber es ist unmöglich. Game over, okay. Und dann starten wir es von vorne. Ja, 5 Sekunden hatte ich noch. So hätte man es auch verkacken können. Einfach durch die Tür hin und zurück zu gehen. Ja. Renn oder stirb. Natürlich müssen wir rennen. Die Y-Taste gedrückt halten und losrennen. Ja, ein paar von meinen nicht so originellen Levels hier am Schluss. Ja, musste ja sein. Und an die Zielflagge. 4 Sekunden haben wir noch Zeit. Ja, wird halt knapp. Sollte man nicht stehen bleiben. Part 8 LP Mario Maker 3DS. Ach so, das war das Spiel, was wir gemeinsam erstellt haben. Das Level hier. Das war, was ich euch gezeigt habe in Part 8, wie man das baut. Das kennt ihr doch aus einem vergangenen Part. Aus Part 8 sogar. So, dann spielen wir es nochmal. Ja, ihr seht schon hier die etwas unoriginelleren Levels. Im letzten Part hier. Da werde ich vielleicht gleich noch was anderes ausprobieren. Wenn ich kann, wenn ich darf. Damit ihr nicht die ganz unoriginellen Parts habt und dann damit gestraft werdet im letzten Part. Das muss dann auch nicht sein. Hier die Bowsers grüßen. Ja, nice. Bewirft mit Großpilzen. Ich habe mal wieder die unnötig am Boden platzierten Teile hier. Ja, man läuft ja da unten eh nicht lang. Eine Tür. Dann wollte ich wohl mal benutzen. Wir wissen ja, wo die hinführt. Ist ja klar. Haben wir ja gebaut gemeinsam. Wir wissen, wie das hinführt. Ja, ist ein ganz unnötiges Level hier. Naja, war ja nur ein Demonstrationslevel. Zu Zwecken, euch zu zeigen, wie man etwas bauen kann. So, da muss doch gleich die Zielflagge kommen. Hier sind die Trampolins, die unter Wasser fast gar nichts bringen. Die bringen relativ wenig unter Wasser. Hammer, Bruder! Dich finde ich doch immer wieder Hammer. Du Bruder. Ja. Da sind wieder die Ranken hier. Nice, haben wir es geschafft. Juhu! Super Mario Unfair Bros. Oder so ähnlich. Heißt das Level. Super Unfair Mario. Ha! Hammer, Bruder! Ha, oha, ja, das scheint sehr unfair zu sein. Noch ein hartes Level zum Abschied. Ja. Man kriegt eine Feuerblume. Und durch hier
Kein Schalter aktivieren. Hops. Wow. Man kann es schaffen. Ich habe es ja schon mal durchgespielt. Ich habe da schon bestanden. Uaha. Uaha. Und ja. Die Fahne. Wir haben es geschafft. So unfair war es doch gar nicht. Heißt aber super unfair, Mario. Welt geschafft. Juhu. Das ging. Können wir vielleicht nochmal Levels aus aller Welt versuchen? Na komm schon. Nein, können wir nicht. Oh. Nein. Ja, Online-Service irgendwie nicht eingestellt. Da fehlt irgendwas. Da muss ich natürlich den Online-Modus benutzen, um das spielen zu können. Gibt es noch die Option Senden? Was du etwas kannst du Level von Spielern in der Nähe empfangen, sowie dein eigenes Level und den Profil anderer Spieler senden. Möchtest du Streetpass auf diesem System für die Software aktivieren? Kann man doch mal machen. Da bringt zwar nichts, aber man kann es machen. Bitte sende keine Level, die Rechte dritter Verletzten, persönliche Informationen enthalten oder illegale bzw. unangemessene Inhalte. Auf weißen Level, die du teilst, können andere Spieler bearbeiten und im lokalen Spiel geteilt werden. Okay. Vorbereitung laufen. Na komm. Street Pass. Das ist jetzt hier die Share-Funktion. Die einzige Share-Funktion, die hier in diesem Spiel möglich ist. Street Pass Level-Auswahl bestätigt. Spitze. Joa. Sieht ganz hübsch aus. Kann man austauschen, spielen, Profil löschen. Profil. Ja, online teilen ist halt hier nicht wirklich möglich mit den 3DS. Ist halt leider so. Hier kann man auch empfangen. Kein Level verfügbar. Da ist niemand in meiner Nähe, der ein Mario Maker für ein 3DS hat. Niemand in meinem kleinen Cabo 4 Mario Maker hat. Ja, habt ihr das auch mal gesehen? Die Möglichkeiten sind begrenzt, das zu teilen. Aber über dieses Menü würde es gehen, rein theoretisch. Vorschläge könnte man sich ja auch noch reinziehen. Und wenn denn mal das Internet funktionieren würde, das geht auf dem 3DS irgendwie nicht. Aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Und was ich maximal noch ausprobieren könnte, ist noch ein Level aus der 100 Mario Herausforderung. Geht's das? Sehr schwierig. Es gibt ja leicht, normal, schwierig, sehr schwierig. Können wir mal sehr schwierig probieren. Mal zum Abschied als Frustrationslevel. Nein, es geht nicht. Ja, ich sagte schon was wegen dem Internet. Ja, so sieht das auf jeden Fall aus hier. Schwierig sieht dann so aus. Normal schaut dann so aus. Und leicht schaut dann so aus. Ja. Leicht haben wir ja mal getestet hier. Nadine. Sollen wir zum Fazit kommen? Einleitung, Grundlagen 1x1. Heute werden wir eingewiesen von Yamamura. Ich lese mal das vor, was auf dem unteren Bildschirm steht. Lass uns keine Zeit verlieren, als erstes zeige ich dir, wie sich die Elemente einsetzen lassen. Und dann gibt es noch so eine zweite Rolle, das ist so eine hübsche Frau hier. Die hier, die sagt jetzt, nicht so schnell, Herr Yamamura. Huch. Sollten wir nicht lieber mal mit einer kurzen Erklärung der Grundlagen beginnen, bevor wir uns an die Erstellung eines Levels wagen? Ja, vielleicht hast du recht. Auf einem soliden Fundament lässt sich wohl am besten aufbauen. Und wir wollen ja auch niemanden überfordern, nicht wahr, Yamamura? Also, schön, beginnen wir einfach mit den Grundlagen der Levelgestaltung. Was nun folgt jetzt, es ist jetzt essentiell, also behalte das lieber im Hinterkopf. Momentan befindest du dich hier im Levelbaumodus. Die verschiedenen Elemente werden als Schaltflächen am oberen Rand des Touchscreens in der sogenannten Palette dargestellt. Wähle auf der Palette nach Herzenslust Elemente aus, die du in dem Level nutzen möchtest. Lass uns als erstes üben, wie man diese Elemente platziert. Wähle hierzu ein Element aus,
der Palette aus und berühre anschließend die Stelle, an der du es platzieren möchtest. Denke immer daran, dass du nur eine bestimmte Anzahl an Elementen in dem Level platzieren kannst. Irgendwann ist das Limit erreicht. Gesagt, getan. Wähle also nun den Fragezeichenblock. Fragezeichen aus der Platte und platziere ihn angezeigt auf dem Bildschirm. Platziere ihn wie angezeigt auf dem Bildschirm. Mach ich doch glatt. Ja. Hier können wir auch nicht platzieren. Ja. Achso, wie angezeigt. Ja, da war ja was. Wie du siehst, ist das Platzieren von Elementen kinderleicht. Achso, ich habe zufällig noch die Steine überdeckt. Ja. Genau so ist der Wechsel zwischen Bauen-Modus und Elementen-Modus. Zwischen dem Bauen-Modus, in dem du Elemente platzierst, und dem Spielen-Modus, in dem du Level ausprobieren kannst. Nutze bitte beide Modi, um Elemente-Tricks nach dem Platzieren auszuprobieren. Durch regelmäßiges Wechseln zwischen dem Bauen-Modus und dem Spielen kannst du sicherstellen, dass dein Level auch wie geplant funktioniert. Dann lass uns doch mal sehen, wie sich unser Level so spielt. Berühre hier einfach Schaltflächen spielen. Mache ich direkt. Klack. Und jetzt kann ich das Level spielen. Nice. Was ich da hingebaut habe, das sieht nicht ganz regelkonform aus, aber ja. Ich komme auch nicht mehr an den Blick heran. Ich glaube, das wäre jetzt die Quest, die ich machen müsste. An den Blick heranzukommen. Sieht ein bisschen aus wie ein Hase, oder? Bilde ich mir das nur so ein. So ein bisschen die grobe Form von Hasen könnte es haben, oder? Und als ob du alles begriffen hättest. Irgendwie schon. Ist das Ergebnis nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, ohne die Elemente einfach neu an? Gut, würden wir nun bauen, um weiter in Bauen-Modus zu wechseln. Klick. So, ja und nun. Lass uns nun darüber sprechen, wie man Elemente wieder löscht. Ja, das wäre hier gerade ganz praktisch. Wenn du den Radierer benutzt, wechselst du in den Radiergummi-Modus, und in dem du Federn ausbessern kannst. Im Radiergummi-Modus kannst du die Fragezeichen nur berühren, um sie wieder verschwinden zu lassen. Machen wir das auch. So. Zieh mal hier hin. Ach so. Hast du scheinbar noch nicht ganz kapiert. So, jetzt können wir es wegradieren hier. Können wir die ganzen Sachen hier wieder weg machen hier. So, ordentlich. Haben wir kapiert oder was? Jetzt weißt du also, wie man Elemente wieder entfernen kann. Mit einem speziellen Handgriff lässt sich Aktionen rückgängig machen, um dein Level in meinem vorigen Zustand zurückzuführen. Berühre den Hund, um deine letzte Aktion wieder ungeschehen zu machen. Die Stelle, an der du dein Element platziert hast, sieht dann wieder aus wie vorher. Versuche es doch einmal und berühre den Hund. Der Fragezeichenblock, den du soeben mit dem Radiergummi entfernt hast, sollte nun wieder erscheinen. Der Fragezeichenblock, den ich entfernt habe. Ja, ist klar. Ups, da ist das Häschen wieder da. Ich fantasiere langsam schon. Das Häschen. Nee, ist klar. Greif auf diese Technik zurück, falls du Änderungen rückgängig machen willst. Wo wir gerade dabei sind, lass uns kurz einen Blick auf die Reset-Rakete werfen. Möchtest du sämtliche Elemente, die du verwendet hast, entfernen und damit den Levelbau wieder ganz von vorne beginnen, ist die Rakete goldrichtig. Nehmen wir dem Demonstrationszwecken lieber ein etwas ausgefeilteres Level. Wie wär's mit dem hier? Ja, das habe ich natürlich jetzt gebaut. Nee, habe ich irgendwie nicht. Berühre und halte die Rakete, um sämtliche Elemente auf einmal zu entfernen. So wird das Level wieder seinen ursprünglichen Zustand versetzt. Bis auf den Boden. Am Start und am Ziel ist dann alles fort. Berühre und halte jetzt die Rakete nur zu. Und das ist weg. Zack. Das ist wieder alles weg. Grund auf neu. Siehst du, alles wieder wie zu Beginn. Zum Abschluss möchte ich hier dich noch auf zwei hilfreiche Funktionen hinweisen. Drücke L und R, um den Modi mehrfach Auswahl und Kopieren zu wechseln.
Durch erneutes Drücken von L und R wechselst du zwischen den beiden Modi hin und her. So lassen sich mit nur einem Flügelschlag mehrere Elemente gleichzeitig bewegen oder entfernen. Und mehr gibt es in dieser Lektion nicht zu besprechen. Möchtest du eine Lektion vorzeitig beenden, um die Super Mario Herausforderung oder Level aus aller Welt zu spielen, wähle einfach die entsprechende Option im Hauptmenü aus. Oh, und natürlich kannst du über das Hauptmenü auch auf die Yamamura-Lektion zurückgreifen. In der nächsten Lektion werde ich noch auf weitere Elemente eingehen. Möchtest du sie jetzt aufrufen? Du kannst sie aber auch später ansehen. Ja, das würde ich gerne machen. Ich würde es jetzt beenden, wenn es dir recht ist. Meine Fresse. Levelaufbau wäre dann die nächste Lektion. Haben wir das auch mal gesehen. So, jetzt kommen wir mal zum Fazit hier. Jetzt wird hier ordentlich gerupft hier. Jetzt gibt es eine ordentliche Reibung hier für die Taube. Ja. Wie soll ich das Spiel bewerten? Ich weiß es selbst nicht wirklich. Ich kann euch als Fazit mal kurz sagen. Ja, für mich persönlich war dieser Mario Maker für den 3DS ein klein wenig langweilig, muss ich sagen. Ihr habt es irgendwie mitbekommen, vielleicht so ab dem zweiten Level, das dritte Level dann irgendwie, der dritte Part. Ja, da musste ich dann noch Sachen dazu erfinden, mir Challenges ausdenken, Sachen machen, die nicht ganz da reingehörten, damit es halt irgendwie spannend wird. Ja, es hat halt irgendwie, ja, es hat mich nicht wirklich gepackt und hat mich nicht wirklich abgeholt. Deshalb, ja, das ist so der Hauptpunkt. Das Baulevel, also die Baumöglichkeit hier in Mario Maker 3DS, finde ich ganz spitze. Da habe ich Freude dran gemacht. Ihr habt ja ein paar Levels gesehen, die ich selbst entwickelt habe, selbst gebaut habe. Es hat ordentlich Spaß gemacht, da welche zu entwickeln. Aber, da ist auch wieder ein Aber, was die ganze Sache abschwächt, ist, man kann es nicht wirklich senden. Man kann es halt nur an Freunde senden, die halt in der Umgebung sind, die gerade da sind und halt irgendwie auch Super Mario Maker haben. Ja, da ist man dann irgendwie ein bisschen am Arsch, um es so zu sagen, wenn man gerade keinen Freund in der Nähe hat, der Mario Maker hat, oder ja, wie ich, gar keine Freunde hat. Ja, sollte vielleicht auch mal vorkommen, Nintendo, dass Leute, die hier Games zocken, unter Umständen keine Freunde haben. Das will ich ja nicht sagen, dass alle Zocker keine Freunde haben, aber sollte man vielleicht mal ein bisschen, zumindest auch ein Optionchen offen lassen für die Leutchen, ja, für die ganzen Hobbylosen und Freundlosen wie mich. Applaus für den Herr. Da braucht man keinen Applaus für. Ja, die Online-Funktion, die gab es ja schon, habe ich mir sagen lassen. In der Wii U-Version von Mario Maker. Die jetzt keiner mehr spielen wird, weil die Wii U tot ist, tot erklärt wird. Ja, Mario Maker für den 3DS. Wie ich finde, der größte Reinfall von Nintendo, der mir bisher bekannt ist überhaupt. Also, ja. Also die Baufunktion ist auch cool, dass man das irgendwie übernommen hat. Es ist auch ein guter Punkt, dass es das überhaupt für Handheld gibt. Es ist eine gute Sache, das zu ermöglichen. Es ist eine schöne Option, dass man das auch für die Handhelds ermöglicht. Aber ja, traurige Sache, das halt nur mit so ausgewählten Levels zu machen. Man hätte jetzt hier noch die ausgewählten Levels spielen können. Level aus aller Welt. Ja, da hätte man noch sagen können, schauen wir uns noch ein paar Levels an. Aber auch das sind nur ausgewählte Levels. Man kann nicht wirklich online auf irgendwas zugreifen. Das Spiel ist wirklich offline gedacht. Und ja, Mario Maker ist kein Offline-Spiel. Nintendo, nein. Ist es nicht. Beim liebsten Sinne nicht, bei aller Liebe. Das ist kein Offline-Spiel. Aber leider zu einem Offline-Spiel gemacht. Deshalb, ja, haben sie das Ganze irgendwie ein bisschen verfehlt, sind irgendwie
am Publikum vorbei gerauscht. Und ja, mir hat es auch nicht sonderlich viel Freude bereitet, muss ich sagen. Ja, musste mich dann doch ziemlich zwingen, ab und zu mal die Parts aufzunehmen. Da habe ich dann doch sehr ungerne Parts aufgenommen. Also ja, wenn das schon ist, wenn ich schon ungerne Parts aufnehme. Ja, ich weiß auch nicht. Es hat schon seinen Stil, es hat irgendwie schon, ja. Es ist halt Mario Maker. Ich finde die Idee grundsätzlich gut, von selbst Mario Levels erbauen, und ja, der Grundsatz ist perfekt, aber halt nur der Grundstein ist gut aufgebaut, aber der Rest des Hauses fehlt. Also, eine 1A-Bewertung für den Grundstein, aber ja, ich soll ja hier nicht den Grundstein bewerten, sondern das ganze Gerüst, das ganze Gebäude. Deshalb, ja, ich laufe wieder zurück zum Start. Ja, was soll ich sagen? Hat mir ja schlechter gefallen. Ja, schlecht als recht. Deshalb, ja. In der Liste steht jetzt schon bei Tendenz, wie das wären soll, 60%, also 60 Punkte von 100. Tut mir leid, wirklich, ich bin sonst immer der Typ, der ganz gerne mehr Punkte vergibt und lieber so Richtung 90, 100 geht und ja, aufrundet, aber ich muss das wirklich diesmal schlechter bewerten. Tut mir leid für alle Fans, ja, es gibt Super Mario Maker für den 3DS-Fans, glaube ich kaum, aber ich habe sehr viel Schlechtes darüber gehört, habe es jetzt auch mal selbst getestet. Ja, von mir eine kleinere Bewertung, das erste Spiel, das ich wirklich so schlecht bewerte, ich würde es wirklich auf den 30er-Prozentteil bewerten. Tut mir leid für das Spiel, aber ja, 30% ist der Grundstein ist gut, also ein Drittel Grundstein, versteht ihr? So ein bisschen, ja, ein Drittel des Hauses habt ihr gemacht, deshalb kriegt ihr auch ein Moment, 30%, ein Drittel. Ich nicht rechnen können, schlecht in Mathe war. Wie viel war noch mal ein Drittel? Ach egal, 30% reicht aus für einen Grundstein. Also, ihr wisst, was ich meine. You know what I mean. So, ja, das ist die Wertung. Hier wird so fairerweise so auf dem, ja, machen wir einen kleinen Freundschaftsbonus für Nintendo. Ein 32er. 32,5 mache ich irgendwas draus. Ja, komm. 6,5%, das trage ich jetzt so ein in meine Liste. Ja, das Let's Play ist jetzt abgeschlossen. Das Projekt ist abgefertigt. Ich freue mich, dass es vorbei ist. Das ist wirklich das erste Projekt, wo ich sage, ja, bitte lass es vorbeigehen. Danke dafür. Ja, drücke mich nach oben, sollte euch dieser Part trotzdem irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo dabei, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, nicht das weitere Projekt, nächste Projekt ich verspreche mich schon, egal. Ihr wisst, was zu tun ist. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag, habe ich das schon gesagt. Egal, haut drinne. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Projekt. Das wird besser, das nächste Projekt. Ciao, ciao. Ich bin dann mal weg. Mario Maker, ade. It's time to say goodbye.